Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht Raptastisch. Heute geht es um neue Gerüchte um Capital Bras Trennung von Bushido. Als Capital Bra die Trennung von EGJ ankündigte, sorgte er deutschlandweit für einige Schlagzeilen. Nun kommen einige Theorien auf, die behaupten, dass Capital Bra die Trennung schon seit längerem geplant habe. Bereits im November letzten Jahres sorgte Capital für die Trennungsgerüchte, indem der Rapper seinen eigenen YouTube-Kanal Joker Bra eröffnet hatte. Joker Bra ist ein alter Ego von Capital Bra und damit ein eigenständiger Charakter und Rapper. Die Bild spekuliert nun, ob dieser Shit nur ein großer Teil eines noch größeren Plans von Capital gewesen sein könnte. So wird spekuliert, dass der Charakter Joker Bra aus Lizenzgründen erstellt wurde, sollte Capital Bra bei der Trennung von Airscooter Junge die Rechte am Namen Capital Bra nicht so einfach behalten können. Damit hätte er einen zweiten Namen Joker Bra, der bereits über 800.000 Abonnenten auf YouTube nachweisen kann. Bereits im November kündigte Capi an, dass er etwas Großes vorhabe und die Leute deshalb den Kanal Joker Bra abonnieren sollten. Was meint ihr dazu? War dieser Shit tatsächlich länger geplant? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.